Freunde und willkommen bei einer neuen Folge Punis Journey. Ja, wir oder beziehungsweise ich bin gerade auf dem Weg zur Ostküste auf Fehmarn. Ist tatsächlich die Fehmarnseite, die ich jetzt noch nicht so oft benutzt habe zum Surfen. Wir waren ein paar Mal in Presen. Nicht groß Besonderes, manchmal ist da der Wind ein bisschen weniger. Heute checken wir einen neuen Spot aus. Und ich nehme euch natürlich mit. Und auf geht's, ich bin schon unterwegs. Ey, du bist ja noch gar nicht auf dem Wasser. So, fertig umgezogen. Die Jungs sind schon vorgegangen. Ich war heute ein bisschen langsam. Normalerweise bin ich immer der Schnellste. Kurzes Update. 75er Mast, 900er Frontflügel, 225er Stabi und 3,5er Wing. Let's go! Hallo und guten Morgen, wir haben den nächsten Tag. So, ich bin jetzt gerade auf meiner morgendlichen Routinerunde. Vor mir, das ist der Oke, der hier hängt. Und hier unten, das ist die Anna. Und wir drehen jetzt eine kleine Runde. Und dann geht es gleich zum Binnensee, zu einer Runde Schulung. So, zu gestern. Ja, war geil. Grundsätzlich ist es auch eher so ein fortgeschrittener Spot. Also der Einstieg ist etwas steinig. Und ihr lauft dann teilweise an so dicken Brocken vorbei und da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen. Aber für Ostbedingungen ziemlich geil, muss ich sagen. Und wir hatten eine richtig schöne Welle. Mal mehr, mal weniger gut. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeit, mich reinzufinden, weil ich habe meine Schlaufen neu drauf geschraubt. Und irgendwie die vordere Schlaufe ist ein bisschen zu weit hinten, also der vordere Fuß ist ein bisschen zu nah am hinteren Fuß. Und das hat mir am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, bis ich mich dann auf diese falsche Position ein bisschen eingefahren habe, war fast eine Stunde vergangen. Aber wir hatten trotzdem super viel Spaß und ich hoffe, das sieht man so ein bisschen in dem Video. Und genau, jetzt geht es heute halt weiter. Bisschen Schulung, bisschen Hüpfen. Mal sehen, wie weit ich euch da mitnehmen kann. Alles klar, bis gleich auf dem Wasser oder am Binnensee. So, Ende Gelände, aus die Maus. Leider ist der Wind weggegangen. Es geht schon wieder los. Ja, wir starten morgen noch einen Versuch.
leider hat der Wind jetzt nicht mehr ausgereicht. Wir haben so ein bisschen Trockenschulung gemacht. Da habe ich nicht mehr gefilmt, dann sind wir aufs Wasser gegangen. Wieder war es ganz okay, weil die jetzt schon mal so die ersten Proben machen konnten. Bin gar nicht angeschnallt. Weil die jetzt schon mal so die ersten Proben machen konnten, wie man das so im Wind anfährt und so. Und ja, wir waren so eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Wasser. Und dann gehen wir morgen nochmal raus und gucken uns das morgen nochmal an. Morgen viel Start, morgen nochmal. Ich fahre jetzt nach Hause, mache noch ein bisschen Sport. Neuer Tag, neues Glück. Heute schnalle ich mich mal vorher an. Ich war gerade schon eine kleine Runde laufen. Habe ein bisschen den Kreislauf in den Schwung zu kriegen. Habe jetzt nicht so viel geschlafen. Ich hoffe, es reicht. Also sieht wieder wenig windig aus. Die Prognose ist eigentlich ganz gut. War sie aber gestern auch. Ich hoffe, dass wir das machen können. Beziehungsweise, dass es zumindest für die Schüler reicht. Und dann schauen wir mal. Auf geht's! Ich hätte viel besser als gedacht tatsächlich. Wir hatten eigentlich zum Nachmittag hin weniger Wind angesagt, aber es ist tatsächlich ein bisschen besser geworden. Und ja, wir hatten auf jeden Fall richtig viel Spaß. Die Schüler haben sich richtig gut angestellt. Wir sind beide gefahren, beide gefolgt, so ein bisschen, und können auf jeden Fall gut anknüpfen. Und ich düse jetzt heim und mache Feierabend, welche mit einer Badewanne. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder, ne? Denkt dran, dass ihr mir hier eure Fragen noch schickt. Schreibt in die Kommentare, was euch interessiert, was ihr über Swing wissen wollt, was wir angehen können. Und genau, dann hoffentlich sehen wir uns bei der nächsten Folge oder auf dem Wasser. Also bis dahin, alles Gute und...